die Sprache als Handwerkszeug zum Denken? Ach du meine liebe deutsche Sprache, da hast du mir ja sehr viel Handwerkzeug mitgegeben. Vielleicht verliere ich ein bisschen den Überblick. Und wie geht es denen, die diese Sprache noch weniger verstehen als ich? Oder die, die sich integrieren sollen, indem sie die deutsche Sprache lernen? Ich will sie ein bisschen in Schutz nehmen, aber in erster Linie steckt dahinter natürlich wieder mich in Schutz nehmen. Mit meinen dummen Gedanken, meinen dummen Ideen und meiner missverständlichen Sprache. Wie sollt ihr denn je kapieren, was ich selber nicht kapiere? Nehmen wir uns ein beliebiges Wort. Die Aufgabe. Die deutsche Sprache schafft es tatsächlich, diesem Wort mindestens zwei Bedeutungen zu geben, die, damit es nicht langweilig wird, auch noch komplett entgegengesetzt sind. Da ist einmal die Aufgabe, die man sich stellt. Da entwickelt man einen Plan, da hat man ein Ziel, da schafft man etwas Kreatives oder möchte etwas schaffen. Man stellt sich eine Aufgabe. Wie herrlich. Aber da ist auch die Aufgabe, nämlich das Aufgeben. Das Hände hoch. Folgen Sie mir. Geben Sie auf. Ich bringe Sie jetzt in den Knast oder direkt auf den elektrischen Stuhl. Der Boxer gibt auf. Niederlage. Kapitulation. Wenn wir zu Zeiten, als es ja noch Briefe gab, erzählt haben, ich gebe jetzt einen Brief auf. Was versteckt sich hinter dem Satz? Die schlechten Erfahrungen mit der deutschen Bundespost, die ich weiß Gott reichlich hatte? Ich habe den Brief aufgegeben, schon bevor er auf die Reise ging. Bloß nicht aufgeben, wenn ihr euch mit der deutschen Sprache beschäftigt. Das ist wirklich eine echte Aufgabe. Mein Deutschlehrer, der bestand wirklich darauf. Und hätte ich es gemacht, ich hätte meine Heimat verloren. Der bestand auf, hört, hört, Hausaufgabe.